Bei Stuttgart 21 war ich am Anfang sehr skeptisch, das ist so etwa 12 Jahre her. Nach und nach habe ich mich mit dem Thema genauer befasst und festgestellt, dass das eine faszinierende Lösung ist, die große Vorteile für unseren Standort hier bringt. Und als verkehrspolitische Sprecherin habe ich das Projekt maßgeblich mit vorangebracht und war auch bei der Unterschrift zu diesem Projekt dabei. Die Bildungslandschaft in Baden-Württemberg ist grundsätzlich in Ordnung. Es gibt ein paar Dinge, die wir noch nachbessern müssen, zum Beispiel, dass die Durchlässigkeit immer gewährleistet ist. Und was ich auch verbessern möchte, ist die Unterrichtsversorgung. Wir haben da zwar immer wieder viel Geld reingesteckt in den Kultushaushalt, aber immer noch fallen zu viele Stunden aus. Das soll nicht sein. Auch das G8 möchte ich noch praxisgängiger machen. Zum Finanzen in Ordnung bringen habe ich im Landtag schon einiges gemacht. Schließlich haben wir 2008 und 2009 Haushalte ohne Neuverschuldung vorgelegt. Dazu müssen wir auch weiterhin sparsam sein mit unseren Ausgaben und darauf schauen, dass wir nicht immer neue Dinge erfinden, die wieder viel Geld kosten. Mein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz ist, dass wir vor 2 Jahren die Warmwasserversorgung in unserem Haus auf Solarenergie umgestellt haben. Das ist ein Genuss, wenn man jetzt auch mal ein klein wenig länger duschen kann und weiß, wird trotzdem nicht mehr Strom verbraucht. Bei Gesetzgebungen zugunsten des Klimaschutzes achte ich darauf, dass die Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht zu sehr bevormundet werden. Ja, warum sollten Sie gerade mich wählen? Spaßig gesagt, weil ich gegen die Rente mit 63 bin. Ernsthaft, weil ich noch einige Dinge angefangen habe, die ich im Auftrag meiner Wähler auch für uns fertig machen will. Und das Bohren dicker Bretter dauert eben einfach manchmal etwas länger. Lassen Sie mich noch ein Stück weiterarbeiten.